Heute führt uns der Ausflug zu einem ganz besonderen Ort. Eine Rheinpromenade mit Industriekulisse und einem Hafengebiet bieten eine ganz besondere Atmosphäre. Das Hafengebiet beginnt direkt parallel zur Promenade. Neben den typischen alten Lagerhäusern aus rotem Backstein finden sich hier auch alte Lastenkräne. Für Videografen und Fotografen bieten die Kräne und Gebäude viele wunderschöne Motive. Hält man die Augen geöffnet, dann findet man hier weitere interessante Motive aus bereits vergangenen Zeiten. Diese ehemalige Industriebrachfläche am Rheinufer ist seit 2017 einer der Anlaufpunkte im Sommer. Die Rheinzeit ist ein Ort für Kunst, Kultur, Beachparty und niederrheinische Fröhlichkeit. Hier haben bereits einige Künstler ihre Kunstwerke erschaffen. Sicher haben es einige Zuschauer schon bemerkt. Wir befinden uns in Krefeld-Uerdingen am Rhein. 2015 wurde die aufwendige Deichsanierung und die Promenade fertiggestellt. Das sogenannte Rheintor ist der Zugang zur Promenade. Die Promenade selbst ist übrigens für den Fahrradverkehr gesperrt. Die Uerdinger Rheinbrücke ist nicht zu übersehen. Sie überspannt zwischen dem Krefelder Stadtteil Uerdingen und dem Duisburger Stadtteil Mündelheim den Rhein. Seit 1987 steht die Brücke unter Denkmalschutz. Am Rhein finden sich einige kleine Sandstrände. Das Schwimmen im Rhein ist jedoch nicht ungefährlich. Strömung, Strudel, Fließgeschwindigkeit und der Schiffsverkehr können sehr gefährlich sein. Ab Krefeld-Uerdingen finden diverse Schiffsfahrten statt. Direkt neben der Promenade befindet sich ein kleiner Park. Hinter der Rheinpromenade liegt die Fußgängerzone und auch die Altstadt mit empfehlenswerter Gastronomie und lauschigen Plätzchen mit Blick auf den Rhein.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.